Servus, liebe Wandern, Outdoor- und Bushcraft-Freunde. Ja, schön, dass ihr da seid, auf meinen Kanal eingeschaltet habt. Ich rede so schnell, weil es regnet und ich möchte mit dem Dustin noch einen kleinen Talk machen. Vielleicht kriegen wir es ja hin. Der Dustin hier ist Survival-Trainer, hat auch einen eigenen YouTube-Kanal. Vielleicht kennt der eine oder andere ihn von unserer Facebook-Gruppe und seinem YouTube-Kanal. Dustin, erzähl mal ein bisschen, was du machst. Ja, also ich habe, wie gesagt, meinen YouTube-Kanal Survival is Life. Da bin ich im Moment so ein bisschen am Survival-Skills zeigen. Ich habe jetzt neuerdings Falle habe ich jetzt gebaut, die kommt jetzt am Wochenende raus. Und ansonsten bin ich Survival-Trainer, wie du schon gesagt hast, bei Wolf Around und gebe da ab und zu Kurse, zeige da Leuten, die im Bereich Bushcraft, Survival gar nichts so am Hut haben, einfach wie so ein bisschen in der Natur überleben können und dann bis zu 21 Tage ohne Hilfsmittel. Hast du irgendeinen speziellen Skill, wo du jetzt sagst, also das ist jetzt so dein Ding, was du zeigst? Also jeder hat ja immer ein bisschen was Spezielles. Was ist dein Lieblingsskill zum Lernen, zum Beibringen? Also was ich eigentlich ganz gerne mache, ist alles, was man mit Bauen. Also ich baue eigentlich sehr, sehr gerne Natur. Ein bisschen Bushcraften finde ich geil. Wie gerade Fallen bauen ist ein großartiges Ding. Einfach was es da für Möglichkeiten gibt, das finde ich cool. Fallen bauen ist ja bei uns nicht erlaubt, beziehungsweise bauen ja, aber verwenden nein. Ist schon richtig. Also du sagst es dann auch in deinen Videos wahrscheinlich. Ja, na klar. Also spätestens zum Ende in dem Abschlussgespräch kommt dann immer noch der Hinweis. Alles klar. Welcher Survival-Skill, würdest du jetzt für einen Laien sagen, sollte er unbedingt als erstes können? Messer kaufen und losarbeiten ist wahrscheinlich nicht, sondern was speziell würdest du sagen, ist sehr, sehr wichtig? Außer jetzt Erste Hilfe ist ja kein Survival in dem Sinne, sondern wirklich, was man braucht. Orientieren ist eigentlich, glaube ich, das Wichtigste, was es überhaupt gibt. Karte, Kompass? Ja, genau, Karte, Kompass, Umgang mit GPS oder auch einfach ohne Hilfsmittel sich orientieren zu können. Wo sind die Himmelsrichtungen, wie bestimme ich die am besten? Ist halt Sterne, Sonne, das alles. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten. Genau, ja. Genau. Auch aus unserer alltäglichen Kleidung kann man einiges machen. Und haben jetzt ein Buch geschrieben, okay. Also was man alles so mit seiner alltäglichen Kleidung machen kann, ohne jegliche Hilfsmittel, also ohne Messer und so weiter, nur mit dem, was man halt täglich dabei hat. Das Buch, was du jetzt erwähnt hast, wo wird es das geben oder was genau ist das? Kannst du ein bisschen drauf eingehen? Das wird ein E-Book. Das sind drei Bücher eigentlich insgesamt, die gehören zu einem Paket mit einem kleinen Videokurs mit dabei. Und die werden jetzt im Laufe der nächsten Woche veröffentlicht und kann man die runterladen. Es gibt eine kostenlose Demo-Version auf unserer Homepage und da findet man das dann alles. Wie selber siehst du denn das Thema Survival? Wie wichtig ist es denn in unserer Gesellschaft überhaupt? Also ist jetzt Survival, es gibt ja Survival-Bushcraft-Preppern. Wie ist da der Unterschied? Wobei die meisten sagen, Bushcraft ist ja, ich gehe in den Wald und möchte bleiben. Survival ist, wie komme ich schnell wieder aus dem Wald heraus? Brauchen wir Survival tatsächlich in unseren Gefilden hier, Deutschland? Weil ich sage mal, wir sind jetzt auch tief im Wald, gehen wir aber eine Stunde, halbe Stunde irgendwo in eine andere Richtung, werden wir mit Sicherheit ein Haus finden. Also wie wichtig ist Survival hier? Also Survival in Deutschland ist natürlich, wie du eigentlich schon gesagt hast, spielt meistens eher eine untergeordnete Rolle. Was man allerdings immer wieder hört, sind ältere Leute, die sich insbesondere in Wäldern oder auch in den Alpen sehr, sehr stark verlaufen. Keiner wird da verhungern in diesen 2-3 Tagen, die er da unterwegs ist. Also, aber Trinken ist zum Beispiel sehr, sehr wichtig und natürlich Orientierung, wie ich schon gesagt habe. Das ist eigentlich so das Nonplusultra, insbesondere wenn man kein Handy dabei hat. Manche gehen ja wandern und sagen, hey, ich gehe jetzt einfach raus. Ich habe einfach nur meine Jacke dabei und gucke einfach mal, was ich sehe. Genau, was würdest du denn sagen, wenn jetzt ein Wanderer als Tipp so sich verläuft, was soll er denn machen als erstes? Wenn man ein Handy dabei hat, am besten Notruf nehmen wir suchen. Mal an, Handy, kein Empfang. Wir haben ja hier auch keinen Empfang zum Beispiel. Das ist erstaunlich im Prinzip. Also mit dem kein Empfang geht das eigentlich, weil man über den Notruf verschiedene Netze mit anwählt, die dann die hier ist abdecken. Wir haben eine flächendeckende Netzdeckung in Deutschland. Und dann kann das über Triangel kann das dann geortet werden, wo das Signal herkommt. Wenn man jetzt kein Handy dabei hat, kommt das auf die Tageszeit an. Es gibt eigentlich so einen Punkt, der ist so Point of No Return. Das heißt, man sollte eigentlich sich einen Platz suchen, dort versuchen, irgendwie einen Unterschlupf sich zu bauen und dann gucken, dass man da bleiben kann, einigermaßen sicher vor Witterung oder auch vor Tieren. Ansonsten, wenn es so relativ früh am Tag ist, gucken, wie weit man kommt und dann auf Geräusche achten am besten oder Aussichtspunkte. Nehmen wir mal eine krasse Situation, du bist jetzt in den Bergen, es kommt Gewitter, du kannst nicht auf die Hütte, du bist am Fels quasi gefangen, sagen wir mal Klettersteig, was machst du? Am besten so schnell wie möglich runter und irgendwo eine Höhle finden. Also Höhle, das ist natürlich. Wenn man keine Höhle findet, so weit runter wie möglich, dass man halt von den Baumgipfeln wegkommt. Okay. Ja, du hast ja auch einen YouTube-Kanal. Du hast ja schon drauf reagiert, beziehungsweise erzählt, du machst Fallenbau. Was ist sonst so? Was kann man bei dir erwarten auf den YouTube? Was ist dein Ziel? Was möchtest du mal später machen? Also ich habe eigentlich angefangen mit Tracking-Touren. Da werden auch immer mal wieder ein paar Videos kommen. Was ich jetzt
auch ein bisschen ausweiten werde, sind Produkttests, nicht Vorstellungen, sondern wirklich Tests, dass ich die Sachen wirklich über 2, 3 Wochen, auch Monate teste und die dann vorstelle. Was da sinnvoll ist auch. Ja, natürlich, weil, einfach Erfahrungswerte mit. Genau, neues Review bringt ja keinem was. Eben, ne, und hier, das ist cool, das habe ich mir mal gekauft und das bringt halt keinen Mehrwert, deswegen wirklich Tests. Ja. Und ansonsten möchte ich mehr in die Survival-Schiene reingehen, dass ich eigentlich mehr Skills zeige, die man eigentlich auch so im Alltäglichen, wo man so eigentlich ist Survival logisches Denken und wo man dann vielleicht nicht direkt drauf kommt. Krasse Frage jetzt von meiner Seite, weil ich ja selber YouTube mache eben. Und was würdest du sagen, wenn du jetzt Survival Skills zeigst, ist der Markt übersättigt oder kannst du sagen, okay, da ist wirklich noch Bedarf? Ich glaube, es kommt darauf an, wie man die Videos präsentiert. Also es gibt immer, jeder präsentiert das ein bisschen anders und jeder Zuschauer hat eine andere Herangehensweise, wie er es am besten präsentiert haben möchte, deswegen dem einen taugt es, dem anderen taugt das andere Video eher. Okay. Ja, wie das dann ist, könnt ihr bei Dustin selber auf dem Kanal reinschauen. Ja, der Link ist unten in der Infobox drin natürlich. Ja, wir haben jetzt noch eine schöne Zeit hier draußen. Auf jeden Fall, ja. Video ist bei mir drauf auf dem Kanal. Und ja, jetzt haben wir es gerade so geschafft, bevor es anfängt so richtig zu regnen, ja, können wir uns unsere Setups wieder verdrücken. Danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal hier auf meinem Kanal. Macht es gut. Servus, ciao. Danke fürs Gespräch. Gerne.